Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir uns mit den verschiedenen Varianten der Mühle des Paradiddles beschäftigen. Die verschiedenen Varianten entstehen dadurch, dass sich die Positionen der Einzel- und Doppelschläge verändern. Bevor wir uns nun die einzelnen Varianten anschauen, wiederholen wir das Paradiddle vom letzten Mal in langsamem Tempo. 1, 2, 3, 4. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Mit zwei verschiedenen Sounds. 1, 2, 3, 4. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Die verschiedenen Varianten lassen sich dadurch herleiten, indem wir einfach den Doppelschlag immer um eine Position nach links verschieben. Dadurch ergeben sich insgesamt vier Varianten. Bei der zweiten Variante liegt nun der Doppelschlag immer in der Mitte der Vierergruppe. Wir versuchen langsam mit Sprechen. Rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Ihr könnt versuchen, auch hier wieder den ersten Schlag etwas zu betonen oder auf zwei verschiedenen Oberflächen zu spielen. Ich führe euch das Ganze vor, etwas schneller. Bei der dritten Variante liegt der Doppelschlag immer am Anfang einer Vierergruppe. Wir versuchen langsam mit Sprechen. 1, 2, 3, 4. Rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links. Rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links. Rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links. Zur Verdeutlichung noch einmal diese dritte Variante gespielt mit zwei verschiedenen Sounds etwas schneller. Bei der vierten Variante liegt der Doppelschlag auf der ersten und auf der vierten Position jeder Gruppe. Wir versuchen langsam mit Sprechen. Rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts. Nun auch diese vierte Variante etwas schneller mit zwei verschiedenen Sounds. Hört's euch an. Die gezeigten Varianten sind sicherlich schon etwas anspruchsvoller. Es ist aber für jeden etwas dabei, vielleicht die 1, die 2, die 3 oder die 4. Zum Mitspielen habe ich euch die dritte Variante herausgesucht. Bei ihr liegt der Doppelschlag immer auf den ersten beiden Schlägen der Vierergruppe. Ich stampfe dazu mit dem Fuß. 1, 2, 3, 4.